Hi zusammen! Heute gibt es wieder ein spannendes Rätsel für euch. Eine 57-jährige Patientin wird mit einer seit 2 Wochen bestehenden Fraktur des dritten Lendenwirbelkörpers auf eure orthopädische Station gebracht. Sie berichtet, dass sie seit gestern Abend wieder verstärkte Schmerzen im unteren Rückenbereich spüre. Die Familienanamnese ist negativ für chronische Erkrankungen wie Osteoporose. Die Patientin gibt jedoch an zu rauchen und regelmäßig Pantoprazol einzunehmen, da sie eine Zeit lang unter Reflux litt. Bei eurer körperlichen Untersuchung seht ihr eine leicht übergewichtige Patientin mit einem BMI von 28, die insgesamt einen guten Allgemeinzustand aufweist. Es sind keine Rötungen oder Verletzungen der Haut zu sehen. Euch fällt jedoch auf, dass die Haut über dem Rücken Falten aufwirft, die von der Rückenmitte zu den Seiten hin abwärts verlaufen. Es besteht ein lokaler Druck-, Klopf- und Stauchungsschmerz über der Lendenwirbelsäule. Sensibilitätsausfälle bestehen aber keine. Ihr veranlasst ein Röntgen des betroffenen Bereichs und könnt tatsächlich sehen, dass neben der Fraktur des LWK3 auch der LWK4 eine Höhenminderung im Sinne einer Sintierungsfraktur aufweist. Die Patientin ist sichtlich verwirrt, warum sie erneut einen Bruch erlitten habe, obwohl kein Sturz oder anderes Trauma erfolgt sei. Doch noch etwas anderes macht euch stutzig. Ihr habt eine Vermutung über die Ursache der Wirbelkörperfrakturen, die ihr mit einer einfachen Untersuchung bestätigen könnt. Um welche Untersuchung handelt es sich und was ist die Ursache der Frakturen?